Ja, ich brauche eh eine neue Hose. Können wir uns später in der Stadt treffen? Okay. Oh, David, du siehst so gut aus. Du hast diese wunderschönen, treuen, braunen Augen und so seidiges, blondes Haar. Ich würde dich so gerne treffen, aber jemand wie du würde sich nie für jemand wie mich interessieren. Ja? Ja, okay. Dann treffen wir uns in der Stadt. Silvia, du musst mir helfen. Die Party wurde gecrashed und jetzt sind die Bullen hinter mir her. Ich brauche deine Hilfe, verdammt. Oh, es ist so ein schöner Tag heute. Was für ein schöner Tag. Ich werde verfolgt. Ich hatte auch Erfolg. Ich habe da so einen süßen Typen auf Facebook gesehen. Alter, was geht gerade bei dir? Schwerhörig oder was? Ich werde verfolgt. Oh, er heißt David Rosenkranz. Ach, vergiss es. Ich muss hier sofort weg. Hallo? Cora? Hallo? Naja, auf jeden Fall hat er mir jetzt endlich eine Freundschaftsanfrage auf Facebook geschickt. Oh mein Gott, ist er geil! Hast du auch schon seinen Beziehungsstatus gecheckt? Ja, und oh mein Gott, er ist Single. Wie geil. Geil, dann schreib. Hallo? So, jetzt pass mal auf, Handwerk und Klotz. Ich kenne Sie nicht, was wollen Sie von mir? Ja, Termin, 14 Uhr. Wir hätten keinen Termin. Ah, doch? Nee, lassen Sie mich in Ruhe. Hey! Du Silvi, mein Freund hat mit mir Schluss gemacht und... Oh, ich habe gerade so einen süßen Typen auf Facebook geaddet. Der ist so wunderschön. Ja, er hat mich bis jetzt noch nicht beachtet. Aber vielleicht schreibe ich ihm meine Nachricht. Das freut mich ja für dich, aber mir geht's gerade echt beschissen. Aber oh, er sieht so toll aus. Er hat solche braunen Augen und so wunderschön blonde. Jetzt halt aber mal deine Klappe. Dein Gelaber kann ich gerade echt nicht brauchen. Mir geht's gerade echt beschissen. Paul hat mit mir Schluss gemacht und du redest von irgendwelchen Typen, die du im Internet kennengelernt hast. Kannst du eigentlich auch mal an was anderes denken als dich und deinen Elektroscheiß? Tolle Freundin bist du. Ja, tut mir leid, aber er ist so toll und... Hallo? Hallo? Hey Silvia, ich bin Sophia. Hey, und wie geht's? Heute ganz gut, weil das Wetter endlich besser ist. Aber gestern war es voll schrecklich. Ich hatte den ganzen Tag keinen Empfang wegen diesem scheiß Gewitter. Ja, ging mir auch so. Zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr konnte ich nur 20 SMS verschicken. Und YouTube hat bei mir auch nicht funktioniert. Ja, ich konnte mir nicht mal das neue Lied von Justin Bieber anhören. Oh mein Gott. Ah, schrecklich. Nächstes Mal rufe ich echt bei euch los an. Es geht nicht so weit. Ja, weißt du was? Das Einzige, was mein Tag bestimmt hat, war David. Ich habe so einen Typen kennengelernt bei Facebook. Wow, du musst ihn dir mal anschauen. Okay, ich schaue mir gleich an. Bis dann, ciao. Ciao. Hallo? Hey, Yang ơi, Yang đưa đây Tom gỡ được không? Ở đây lạnh quá. Hallo, wer ist da? Tại sao anh nói chuyện kỳ quá? Okay, lassen Sie mich in Ruhe. Thôi, em cúp, anh kỳ quá. Hallo. Hey, bis nochmal, wo bist du? Ich stand vor deinem Haus. Wer sind Sie? Der Handwerker, mir hat Termin gehabt. Und wenn der kommt, dann zahl ich es. Zeig gar nichts, ich habe keinen Termin. Ja, das sehen wir dann, ob du es zahlst oder nicht, hä? Sie können nicht mal. Ja, du, ciao! Ich werde mich umbringen, ich springe! Was hast du gesagt? Ich verstehe dich gar nicht. Bei dir ist es so laut, wenn jemand Festnummer begehen würde. Ach, das sind nur diese blöden Touristen. Ach, die freuen sich über jeden, der hat sich. David, warum
Warum warst du nicht schon früher da gewesen? Ruhe! Ruhe! I tripped. I just washed my feet and I can't do anything with them. And now for the reason I'm here. Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? That's not a fanfare. That's more like it. Fred Flintstone here presenting the Hanna-Barbera All-Time Top 10 Famous Sound Effects for your dining and dancing pleasure. So without further ado...